Ah, cool. Okay, ich bin jetzt in der Pampas. Na cool. So. So, ich komm wieder. Ah, ich bin im Süden. Okay, das ist jetzt. Ach, ich doch am Arsch. Wo ist diese Ratte? Ah, sie ist am Turm da vorne. Warte mal, auf dem Turm habe ich glaube ich Sichtfeld. Lass mich mal probieren. Ja, ich sehe ihn, Und das war's. Sehr gut. Ja, das war der, der mich so aus dem Spiel genommen hat. Jetzt ist er selber weg. So. Ich glaube, wir haben die Ortschaft durch. Irgendwo ist. Ah ja, da. Da ist die. Ah, da vorne waren übrigens Fertigkeitspunkte, die nehmen wir noch mit, bevor es dann in die Fabrik geht. Was ist denn jetzt schon wieder, Gebiete? Die ganze Zeit war da keine Eskorte von Santa Blanca. Jetzt. Packt's mich doch. So, hoppala, da ist auch noch wo. Da. Was ist mit deiner Glatze? Hey, was ist? Was tut da? Die Rebellis haben. Danke. Ja, mittlerweile sind es gar nicht so schlecht im Kampf, weil durch die ständigen Sachen, die wir finden, verbessert man ihre Eigenschaften. Ja. In dem Gebäude, da sind die Fertigkeitspunkte, die wollten wir mitnehmen. Ja, genau. Wo auch immer. Ich bin mal hinten rum. Ah ja, hinten geht's rum. Ah, da ist ein Stiegenaufgang, der führt aufs Dach. Vielleicht ist das am Dach. Schaut gut aus. Da ist ein Aufbau hier oben. Da dürften die drin sein. Ja, genau, da ist es. Fertigkeitspunkte, 5-mal. Nehmen. So, dann. Kann man sie da runterspringen? Nein. Schon sehr hoch, oder? Na, da geht's. Gut, zack, und runter. Uff, passiert gar nichts. Sind auch nur virtuelle Knie und Bandscheiben. Die halten wesentlich mehr aus als die tatsächlichen. So. Wo laufe ich eigentlich? Okay. Auf Richtung Fabrik. Okay. Warten wir mal auf die Tibra. Ja, von dem Gelände her ist es am besten, wir fangen da ganz oben an, bei den Schienen. Das ist so ein kleines Häuschen. Yep. Den werden wir mal raussnipern, der da drin sitzt in dem Turm. Mhm. Schauen wir mal, wo wir Blick auf ihn haben. Das
Komische ist, dass die ganze Fabrik sehr leer wiegt. Scharfschütze. So, passt. Das war's. Normalerweise leuchtet die wie ein Christbaum. Stimmt, ja. So. Okay, da wären wir. Sobald wir drin sind, schalten wir die Kontrollsysteme aus, vernichten alles Kokain und setzen uns ab. Rein, rumlaufen und Kram kaputt machen. Klar. Schon zusammengefasst. Achtung, Heli. Rein ins Gebäude. Da drüben ist übrigens ein Nachschub. Können wir mal aufnehmen. Ja. Über Essenspaket. Bei mir hat's gezielt. Das ist neu, oder? Ja, das ist neu. Okay. Da oben ist ein Turm Sender. Ein Lautsprecher. Ich glaube, da müssen wir Alarm geben. Ja, wenn wir die ganzen Santa Blancas machen, ohne dass Alarm ausgelöst wird, dann kannst du das alles lassen. Aber es sind dann immer viele da, es leuchtet gerade ein bisschen was da bei dem Sender. Ansonsten zeigt es mir im Moment gar nichts an. Wir müssen dann nur aufpassen, weil diese Kokainfabriken, die sind gesichert. Was ich mich nur erinnern kann, und sobald man das Tor aufmacht, sind da drinnen dann Gegner, die zeigt es einem jetzt nicht an. Die sind so in einem geschlossenen Areal praktisch. Aber heraus im Freigelände schaut es eigentlich sehr ruhig aus. Was kommt jetzt auf uns zu? Da am Stein. Sie ist aber noch immer nicht. Da oben ist sicher irgendwo ein Schütze. Also wenn du einen siehst, sag Bescheid. Beziehungsweise ja, ich habe noch keinen gesehen. Müsstest du eigentlich gleich draufstehen, oder? Und der Anzeiger, der wird da in dem Gebäude sein. Warte mal. Entweder ist er da drin oder da. Da ist er nicht. Das heißt, der ist in dem anderen Gebäude da. In dem Gewerbe. Ja, da steht er, der steht neben mir. So. Okay, dann gehe ich mal da rein. Okay, bei dem gleichen Weg ist nicht so gut. Dann gehe ich da entlang. Ah, da ist neben unserer Lagerhalle, da sind sicher welche drinnen. Ich schleich da mal rein. Da vorne ist einer. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Und noch einer, glaube ich. Warte mal. Ich scanne ihn dann mal schnell mit dem Scharfschützengewehr. Nein, nur der eine. So, ich gehe außen die Treppe hoch. Okay. Ich schaue, dass ich den, den du markiert hast, irgendwie. Kokainvorrat gefunden. Okay, dann kannst du der Straße ziehen. Passt. Der Tag ist gerettet. ja. Ich schau mal jetzt rauf aufs Dach. Irgendwo da in dem Gebäude muss einer sein. Ja. Also es ist ja voll Geld gemacht von vor den Lichtschatten, aber... Ah, Munition, sehr gut. Der macht da seine...
eine Runde. Ist das erste Game übrigens, obwohl ich schon einige Shooter gespielt habe, die für mich unheimlich vermittelt, wie chaotisch so ein Schusswechsel ist. Ja. Ich verliere bei dem Game regelmäßig ein bisschen einen Überblick, wo woher kommen die Gegner. War es das du? Oder war das ich? Das war mein Schalldämpfer nicht drauf. Doch. Warum war das so laut? Ich habe ein Scharfschützengewehr geschossen. Das dürfte nichts machen. Dass das so laut ist. Schalldämpfer ist montiert, oder? Mhm. So, jetzt ist da. So, dann komme ich wieder runter. Drüben noch was? Hm. Hinter dem LKW? Da ein Nachschub. Das ist aber sicher nicht da oben, oder? Hinter dem LKW ist da noch was. Bei dem LKW noch was an. Ja. Da ist ein Nachschub, den nehme ich schon mit. Mhm. Dann bin ich schon weg. Der wird. Ich glaube, dass der wieder in dem Gebäude drinnen steht. Da ist auch ein Nachschub in dem Gebäude. Irgendwie müsste ich schon draufstehen auf den Typen. Da ist nichts. Bei dir vielleicht. Na, da herüben ist auch nichts. Komisch. Im LKW. Nicht erschrecken, das bin ich, nehm die. Na, da muss irgendwo raufgehen. Das Gebäude. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das war damals bei mir. Ist das. Da der ist sicher irgendwo im Dach. Ah, da liegen Informationen, wenn du uns da erinnern hast, du mit. Nein, die habe ich schon. Okay. Wo sind die Informationen? Ich sehe die. Nein, die habe ich für uns beide, glaube ich, aufgenommen. Oder? Ah, die nimmt nur wieder nicht auf. Okay. Blöd eigentlich. Ich glaube, dass der oben am Dach ist. Ja, wie komme ich da rauf? Das überlege ich auch gerade. Hm. Da hängen Schweinehälften. Rinderhälften. Lecker. Was? Den gerade quageln geht. Ja, ich eben auch. Hallo, bitte verarsch wie einen anderen. Falter. Ich seh den nicht. Warte mal, da oben ist er. Da oben, wo die Fenster sind. Wie kommen wir da rein rauf? Hallo.
Bist du gerade genauso sprachlos wie ich? Ja. Bin gerade fasziniert, wie man da reinkommt. Ich würde sagen, ich werde Granate werfen. Jo. Probier mal. Und das Tor lang. Hat nicht viel gebracht. Na gut, dann würde ich einmal sagen, Achtung, Unidad kommt. Okay, wo ist das Kokain? Gelber Pfeil. Da sind übrigens Waffen. Wir sind drin. Zuerst in den Kontrollraum. Verstanden. So wie gesagt, aufpassen. Da kann sein, dass welche drin sind. Entweder war das da oder dann bei der nächsten Basis. Aber ich glaube, die ist eh leer. Ja. Das ist eine Waffenkiste. Aha, die ist außerhalb. Jo, hier ist eine Waffenkiste. Irrgarten, da ist sie. Was gut zu machen, Stiefel. So. Handfeuerwaffe 5.7 USG. Na super. Mhm. So, und da rauf. Und dann da in das Büro rein. Ura. Das Terminal hacken. Ich weiß nicht. Ah ja, darauf. Hack, hack. I hack it, I hack it. Ich komme. Das da. Ja. Was man alles mit dem Handy machen kann. Die Steuerung ist hin. Damit steht die Fabrik monatelang still. Wohin jetzt? Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Genau, jetzt geht's in die Lagerhäuser und da glaube ich sind jetzt welche drinnen. So. Und zwar ist da. Ja, das zeigt sich in so gelben Kreisen jetzt dann. Jetzt wirklich mit der Lama. Wenn das ist, wo sie drin sind, dann sind das einige, die da drin sind. Soll ich aufmachen? Du kannst aufmachen, ja. Steh bitte. Die Tür ist offen. Der Schaden im Kontrollraum hat wohl die Schlösser überbrückt. Durchkämmt das Gebäude und vernichtet alle Kokainvorräte, die ihr findet. Wird gemacht. So. Jawohl. Heute bin ich echt Spezialist. Ich auch.